Das Vertrauen der Bevölkerung in die rot-grüne Politik ist an einem historischen Tiefpunkt angelangt. Sicherheit müssen wir nun wieder verstehen, schaffen den Auftrag der USA und Kriegsmacht, um die Ukraine gegen Russland zu schicken und gleichzeitig Umstände für die Opfer des Krieges zu bieten. Gleich an der niedergelesenen Heuchelei. Noch vor der Bundestagswahl 21 lockten die Grünen ihre Wähler damit, in Kriegsgebiete keine Waffen zu liefern und betrügen nun sogar ihre eigenen Wähler. Die Lüge dieser grünen Sekte ist seit Ende des Zweiten Weltkriegs ohne Beispiel und darf nicht weiter unterstützt werden. Der Ruf nach Rücktritt grüner Minister wird in der Bevölkerung immer lauter. Artikel 3. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen oder seiner sexuellen Orientierung benachteiligt oder bevorzugt werden. Ich stehe vor euch mit meinen alten Träumen. Wir sind von Es reicht Hannover. Wer will, kann sich uns gerne anschließen. Wir haben die Schnauze voll von diesen Politikern, die nur ihre eigenen Taschen voll machen, aber nichts fürs deutsche Volk. Es ist so weit. Ich war bis morgen. Wir haben noch nicht den Raum eingerissen. Mit der kommen Sie doch mit, Herr Schröder. Hi. Schwierigkeiten geben wird, dass die Pflegeheime kein Personal mehr haben.
Das kommt alles auf uns zu. Alles selbst gemacht. Wir sind auch auf der Straße für die Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen. Viele haben sich impfen lassen und haben jetzt Nebenwirkungen. Wir sind dafür da, dass die auch gut unterstützt werden. Das liegt an den doppelten Hamburgern. Weil, wo die Leute hingehen können, der vollgefressen hat, studiert nicht gut. Ne? Sagt euch wohl, wie viele Leute Probleme haben. Wir haben hier Telefonnummern, die man anrufen kann und Therapeuten zur Verfügung stehen, die Menschen mit Schwierigkeiten nach der Impfung. Ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Forderung nach einem längst überfälligen Friedensvertrag auf Augenhöhe mit den USA wird in der Bevölkerung immer lauter. Noch immer scheint Deutschland ein Vasallenstaat der Amerikaner zu sein und muss vermutlich deshalb jede Anweisung der Kriegs-NATO an Ukraine Stellvertreterkonflikt gegen Russland befolgen. Ergänzende Gerüchte behaupten sogar, dass Deutschland ein immer sagt. Guck mal, da vorne, das ist ein neuer Arbeitsplatz, geschaffen von unserer Politik. Ach, du warst das. Und, lohnt es sich? Nee. Nicht? Steuern, das ist so. Ja, genau. Ja, wie gesagt, Flaschenpfand kommt ja demnächst auch, dass du den noch versteuern musst. Ne? Da haben sie zumindest in Gedanken mit drin. Also die armen Flaschensammler, die können nur ein gewisses Kontingent abgeben, wenn es mehr sind. Ja, an allem mit zu verdienen, ne? Na ja, gut, der braucht es ja. Für seine Zukunft. Wir sind von der Bürgerinitiative Es reicht Hannover. Wir haben uns neu gegründet, weil wir der Meinung sind, dass die Politik nicht mehr für die Bürger hier arbeitet. Wir haben sehr viele Nachteile. Ja, macht ja doch sexy. Was hältst du von der da? Wir müssen seit den letzten 3 Jahren darstellen, wie viel wir geheizt haben. Die hat ein bisschen viel Gummi im Gesicht. Und dann gibt es wahrscheinlich irgendwelche Begrenzungen. Und dann wird es schwierig. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Ja, unsere Zukunft. Immer freundlich bleiben. So, wenn ihr auch der Meinung seid, dass ihr das Geld nicht mehr bezahlen könnt. Unsere Zukunft. Würdelos ist das, unsere Zukunft. Ja. Sag doch mal bitte. Ja. Ich habe schon mal geguckt, ich habe da meine Spur schon hinterlegt. Das kann man darstellen. Guck mal, das sind unsere ganzen Wünsche. Wenn wir etwas nicht sehen wollen, gibt es das trotzdem. Gib Geld aus, was wir gar nicht haben. Wo das hinführt, kann nicht jeder selber vorstellen. Ich sehe was, was du nicht siehst, weil es nicht so lustig ist. Ich sehe das, was du nicht sehen willst, weil du blind bist und lieber shoppst und chillst. Illis Gonnig, sie kaufen mir jetzt ein Kleid. Okay. Die Welt wird fieser und an wem mag's liegen? Ich bin umzingelt von Staatsmacht und Intrigen. Es rafft noch mehr, wer großen Reichtum hat. Und die Menschen neben mir, die wären nicht satt. Der Schattenstaat, die Schurkenbank, der Gierkonzern. Wer nennt die Namen und die Sünden dieser feinen Herren? Die Rothschilds, Rockefeller, Soros und Konsorten, die auf dem Scheißeberg des Teufels Dollars horten. Die Masterminds und grauen Eminenzen, JP Morgans, Goldman Sachs und ihren Schranzen, Waffenhändler, Spekulanten, Militär. Brauchst du eine Wärmepumpe? Nein. Warum nicht? Ich habe eine ganz billig von meinem Nachbarn geklaut. Ja. Gestern abgebaut. Aha. Ja. Was ist denn mit eurem Essen? Nur morgen baue ich sie dir ein und übermorgen ist auch wieder weg. Ja. Aber damit mache ich nichts Schlimmes, das macht der Staat auch. Ich wünsche euch viel Spaß bei der nächsten Grillparty. Geheimdienste, Spione und noch mehr. Die elitären Clubs der bösen Herren, denen liegt ein kleines Einzelschicksal so fern. Es gibt sowieso zu viele Esser, ohne die vielen geht's den wenigen besser. Die Kaltblüter mauern unsere Freiheit ein, Jahr für Jahr ohne Eile Stein um Stein. Und wir sind zu blöd, um zu kapieren, zu träge und zu faul, zum Informieren. Kauf
Mach die Ohren auf und höre, wie sie lügen. Mach die Augen auf und sieh, wie sie betrügen. Mach den Mund auf und sage, was du siehst. Die Wahrheit ist doch leider ziemlich fies. Die Puppenspieler sitzen ganz woanders. Ein illustrer Kreis, oh ja, der kann das. Der Teufel kackt dort auf den Haufen. Die können sich die Welt einfach kaufen. Sie nehmen Flüchtlingsheim oder Tafel. In Schlössern wird ihnen mehr zu Geschwafel. In Luxusghettos residieren sie im Seidenhemd. No-Go Areas sind ihnen fremd. Ich sehe was, was du nicht siehst, weil du halt ganz a Brave bist, die immer noch ans Gute glaubt, auch wenn man ihr das Liebste raubt. Deine Vision ist so naiv und dein Glaube an den Gott ist so tief. Doch sag ich dir mal, dein Gott ist tot. Auf der Welt regieren Mord und Geld und Not. Ja, wo ist er denn? Warum sagt er denn nix? Ihr habt doch so viel Bett. Tja, dein Gott macht Urlaub auf den Kanaren und im Pazifik, wo die Atomtests waren. Ihm macht das nichts, er ist ja nur aus Luft und er verduftet ihm die ganze Welt verpufft. Dein Unwissen birgt große Gefahr, denn was du nicht weißt, wird immer da. Elitenwissen bleiben und geheim und sie fangen uns wie Fliegen auf den Leim. Wir müssen aufstöbern, zeigen und enthüllen, die aus dem Fuchsbau jagen und zerknüllen. Die Verbrecher gegen Liebe und das Menschenrecht. Doch im Deutschen wurzelt tief der Knecht. Geh hinaus und mach die Augen ganz weit auf. Benutz dein Hirn und begreif, was da läuft. Mach dich auf deinen Weg, musst dich beeilen. Schau genau hin und lies zwischen den Zeilen. Wart nicht, mein Lieb, du musst dich sputen. Die Zeit arbeitet nimmer für die Guten. Es ist nicht 5:12, es ist 5:01. Und wenn du wo Gewissen suchst, gibt keins. Gierige Männer, Mördergreise, spielen vom Tod die böse alte Weise. Reißen im Fallen die halbe Welt mit sich. Wach auf und handle und lass dich nicht im Stich.